Hallihallöchen, Leutings, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Destiny 2, The Final Shape. Wir sind letztes Mal hier stehen geblieben, waren kurz, ja, ein bisschen Erledigungen machen, unser Power Level ein bisschen hochbringen. Ich meine, ich habe 1918er Gear, hey. Wir sollen wieder mit Geist reden. Bin ich froh, Kreia und Glint wiederzusehen. Diese Höhle, wo wir ihn fanden, wo der Zeuge Besitz von mir ergreifen wollte. Ein so bösartiger Ort im Reisenden wirkt frevelhaft. Es war nicht bloß Dunkelheit. Sie wurde vom Zeugen neu geformt. Korrumpiert. Kein Wunder, dass wir ihn dort sahen. Wenigstens beschützt uns das Licht des Reisenden hier draußen noch. Jedenfalls so gut wie möglich. Meine Hülle. Ach, keine Sorge. Es ist halb so schlimm. Der Zeuge hat sie bloß angeknackst. Wir fallen hin und stehen wieder auf. Hab ich recht, Hüter? Hör zu. Nimm ich so mit, die Waffe. Entdeckt, der dem Sattel auf Io ähnelt. Das dürfte gewiss einen ganz bestimmten Warlock interessieren. Du, ich nehme keine Waffen mit. Ich habe genug Zeug aus vergangenen Seasons, um zu infundieren. Achso, die Waffe meinst du. Der Ruf. Die Präsenz des Zeugen im Reisenden hat psychische Wunden verursacht, durch die sich psychische Korrumpierung in seinem bleichen Herz ausbreitet. Diese dunkle Ansammlung sind gefährlich. Geist behauptet, der Schaden, den er während seines Kampfes gegen die Besitzergreifung durch den Zeugen erlitten hat, sei oberflächlich. Aber du durchschaust diese Lüge sofort. Er und der Reisende sind schwer verletzt, und wenn du den Zeugen nicht aufhalten kannst, wird alles nur noch schlimmer. Vorhut Warlock Ikora wird wissen, was zu tun ist. Der Ruf, Pistole, Raketentragungsgehäuse. Ah, ja, die nehmen wir definitiv so mit, wie sie ist. Der Zeuge hat ihn tief penetriert. Hör dir die Funkübertragung in der Zukunft der Ruhe an. Wo? Hier ist ein Postfach. Ernsthaft? Hier ist ein Postfach! Scheiße! Nevermind. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Gut. Ich muss ganz kurz vorbereiten treffen, damit meine Mutter nicht im Dreieck springt, weil die hat Frühschicht, und dann geht's weiter. Ah ja. Stopfen wir das Ding in die Wand. So, da bin ich wieder. Wir, wo wir hin? Haben zwei neue Slots für Loadouts, ne? Die Flagge steht hinter dir. Ah. Ja, wir sollen erstmal den Scheiß hier anhören. So weit bin ich noch nicht. Ah, jetzt steht die Flagge da. Das ist das Signal der Helm. Mara, wir können dich kaum hören. So, nach dem Wrack von Ikoras Schiff. Mission Exegese? Irgendwie sowas. Jetzt. Sie kann uns nicht hören. Ich arbeite daran, das Signal zu verstärken. Das Portal ist nach wie vor... Wie viel und der Moment, sehen die wirklich so scheiße aus? Die Abscheulichkeiten, die du gesehen hast, sind dem Zeugen zuzuschreiben. Ja. Ich liebe Destiny. Dafür. Oh, bist du hässlich. Darum geht's nicht. Dreh dich mal um. Die Koalition berät über eine Methode, um die Einflussnahme des Zeugen zu unterbinden. Keitel und Wieser haben dazu vielversprechende Theorien. Zuerst zerschlagen wir diesen verzweifelten Versuch, uns auszubremsen. Dann gehen wir wieder in den Angriff über. Lass dich nun von meiner Stimme leiten, wenn du den Zeugen und all seine Anhänger... Mach eine Mission an. Gleich. Lass mich erst Mara zuhören. Gehört dazu. Wenigstens beim ersten Mal. So, Aktivitätspower deaktiviert. Warum? Warum? Wir spielen das Ding schon auf legendär, ne? Ja! Da, legendär! Aber Aktivitätspower deaktiviert. Nee, ich sehe das legendär nicht. Bei mir steht das normale Banner mir vor die Fresse. Nee, es ist legendär. Da achte ich schon drauf.
Ich meine, es bringt uns nichts. Wir sind jetzt schon 1920, nach zwei Missionen. Ich habe ja gesagt, bis wir 1960 sind, haben wir das Ding viermal durch. Bis wir die 1960 in der Gier haben, haben wir 1900. 1960 sind wir kriegen wir, glaube ich, am Ende. Ja, das bringt uns ja dann, glaube ich, nichts mehr. Wir sind ja jetzt schon 1920. Wir sind jetzt schon 1919 in der Gier. Jo. Lichtbrechung, das bleiche Herz. Ja gut, wenn, aber wenn ich nicht infundieren muss, dann leck mich bei Arsch. Dann lasse ich meine Ausrüstung erstmal so, wie es ist. Dann infundiere ich sie einmal hoch, wenn ich auf Softcap angekommen bin. Ne? Wir müssen sie nur ausfindig machen. Ja, das ist da die ein Schlüssel? Ah, hast du schon. Hier vielleicht rein? Ja, nimm dir den anderen mit. Hier ist nur einer. Achso, das sollte rein. Ich denke. Dass der hier rein soll. Jetzt darf ich ihn einsetzen. Ah. Wir sind nicht die einzigen, die Ikora finden wollen. Darf ich meine Fresse? Nein. Ah, Gambit. Das Mindeste, was wir tun können, ist, sie sinnvoll einzusetzen. Oh Gott. Warum ist doch offen? Kann ich das nicht ablegen? Nö, kannst du es hier reinpflanzen. Hier, okay. Komm her. Ah, macht das sogar automatisch. An. Oh Gott. Haben wir zufällig gerade einen Banner übersehen? Möglich. Ich habe noch 5 Heavy, also. Never mind. Um das Ding, genau. Ah, die haben die Dinger jetzt auch. Nice. Die Dinger machen aber irgendwie gar keinen Schaden, kann das sein? Also diese Würmer? Oder kommt das nur mir so vor? Die treffen dich und machen dir so vielleicht ein Viertel deines Lebens weg. Also da haben die Motten ja früher mehr gemacht. Ja, also das ist vergleichsweise... wenig. Menge, wenn die Dinger in Masse auftreten. Ja, okay. Aber Motten traten auch in Massen auf. Und ich meine, so schnell sind die Viecher jetzt auch nicht. So, Sicht freigemacht. Ach so, hier sind wahrscheinlich noch so ein paar. Ich habe ein so ein Ding hier gerade abgeschossen. Irgendwo müssen noch zwei Dinger sein. Okay. Lass uns mal schauen. Das sind so rote Bälle. Hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen? Die habe ich bisher immer abgeschossen. Ja. Na, guck mal, da oben wird der. Warte mal. Da sind zwei. Oh? Da, ja, wo du bist? Die, warte, ich komm mal zu dir. Diese Gehirndinger hier. Eins so. Rechts, eins links. Ah. Ja. Ui. Umgebung scannen. Ja, wir kommen gerade beide gleichzeitig. Ikora ihr Schiff verlassen hat. Vielleicht hat sie etwas gefunden? Das mag sein, aber ein Alleingang ist das Risiko nicht wert. Jetzt hat sie den Krebs wieder gefunden. Zum Glück hat sie die beiden fähigsten Jäger des Systems, die ihr beisteht. Ach ja. Und die beiden fähigsten Warlocks des Systems, wenn ich bitten darf. Nee, das ist da gehört Ikora zu. Viel Spaß! Geh weg. Warte, mir geht gerade der auf den Sack. X'e haben da, Brauchst du Dark oder Light? Nee, ich habe Relikte fallen lassen, weil Uppsala. Aha. Aber, es ist offen. Geht hier runter. Aha. Okay. Vor uns ist noch mehr Schar. Augen auf. Das sind wieder Anhänger von Xibu Arad. Natürlich folgen sie dem Aufruf des Zeugen. Naja, wie schön, dass jemand aufgepasst hat.
Wenn ich leuchtende grüne Augen sehe, ballere ich um mich. Und bin schon wieder später bei Airbus. Wo ist dunkel? Ihr bei mir! Ach da. Guck mal, der Strom, er ist low. Hier ist übrigens Relikt. Ja, ich weiß. Es ist dunkel, ich brauch hell! Das ist, könnte hell sein. Die leuchten. Ne, ist auch dunkel. Ist wieder so eine Kacke, ja? Das habe ich im Dings schon gehasst. Oder muss man die mit Schild umbringen? Kann sein. Ja. Alles ja. Klar. Achso, ja, genau. So, wo ist benannter Bastard jetzt? Tot? Ich glaube, es geht weiter, oder? Ne, wir brauchen wieder so einen komischen Schlüssel. Wo hast du den das letzte Mal gefunden, diesen Schlüssel? Das hat er irgendwie. Warum? In so einem anderen Ding. War, vielleicht da oben, ne? Wäre eine Idee. Vielleicht beim Kristall. Ja, wäre eine Idee. Wäre definitiv eine Idee. Nimm mal, reiß irgendwo einen Kristall aus der Wand und ramm ihn irgendwo anders rein. So, wir brauchen wieder so ein Kristall. Ja, und wir brauchen ein paar Mal hell und dunkel, ne? Ich hab schon mal den kristallinen Schlüssel. Oh, schade. Hast ramm ihn rein, ich hab dunkel. Okay. Ob wir das brauchen. Ach, hier ist ein Schlüssel. Also ein Relikt. Wenn du einen hast, der, wo du Hilfe brauchst, sag mal Bescheid. Wo sind die Ritter überhaupt? Hier ist ein Ritter für Hell. Ja, komm mal rum hier. Ja, ich komm. Kannst ihn gerne losschießen. Den Rest mach ich mit dem Schild. Einfach draufschlagen, der wehrt sich nicht. So, wo muss Hell hin? Auch oben? Ne, da unten. Ne, es leuchtet ja gar nicht. Helm muss dahin, wo es leuchtet, oder da, wo es nicht leuchtet? Nee, rein da. Okay. Wir müssen es leuchtend machen. Achso. Ja, ich war mir nicht sicher, deswegen frage ich. So. Das haben wir. Warte. Ich sag jetzt nicht, die Dinger sind durchnummeriert. Das kann passieren. Meinst du, sie haben es schlimmer gemacht? Komm mal her und heb das Ding auf. Ja. Wellen fließen 4, vielleicht sind wir auch einfach nicht schnell genug. Hier ist 1, doch, hier muss 2, hier muss dunkel rein. Also brauchen wir einmal hell, einmal dunkel. Dann wieder hell, dann warte, ich mach hell. Nein, wir brauchen dunkel. Ich hab grad gefragt, brauchen wir hell. Gut, dann hol du dir dunkle.
Ich habe ja 30 Sekunden Zeit. Achso, du meinst, was leuchtet? Ja, ist klar. 20 Sekunden. Alles gut, wir haben Zeit. Jawohl, da liegt noch einer. So, dann hau dunkel rein. Dann zeige ich dir, wo du hin musst. So. Komm hier rum um die Ecke. Ja. Ja. Da musst du rein. 2 von 4. 3 von 4. Das letzte ja, ist da hinten. Ist durchnummeriert. Ah ja. Ich habe zwar nicht verstanden, wie du die Reihenfolge rauskriegst, hast, aber gut, wird schon passen. Punkte. Ah. Ach so. Ja, das ist natürlich ein Ansatz, ja. Licht und Dunkelheit hat also diese Barriere zu Fall gebracht. Okay. Mara hat oft über die Balance von Licht und Dunkelheit gesprochen. Wir Erwachten wurden im Konflikt erschaffen. Unsere Verbindung dann halt die andere Richtung. Ja, die Tür war sowieso schon offen. Nee, die war sowieso schon offen. Guck mal, da sind Kisten. Schön, dass die Tür aufgeht. Und damit da nichts drin ist. Kiste! Eine prismatische Kiste. Dankeschön, Vogel. Los, gib mir Solargranate. Kettenblitz und Fädlinggranate. Naja, geht so. Ich muss mal kombinieren. Was können wir denn schon so machen? Schnipsen, das. Da haben wir nur die beiden. Ja, nö, ich bleib dabei. Bis jetzt komme ich damit eigentlich sehr gut klar. Ich hätte gerne mal ein paar andere Aspekte. So, ich brauche jetzt immer eigentlich dann, wenn wir jetzt erstmal kein Power-Level haben, dann... Na, ich lasse es mal noch, falls ich doch noch infundieren muss. Das ist definitiv Ikoras Schiff. Schauen wir uns das mal genauer an. Hallo Vogel, darf ich deine Federfeder haben? Bastard. Commander, bitte. Ich hoffe, ihr seid beide in Sicherheit. Ich konnte euch nicht per Funk erreichen, daher bin ich mir sicher. Ihr wisst, dass ich mich ohne Beweise nicht überzeugen lasse. Wie hast du es genannt, Zavala? Wissenschaftlicher Eigensinn? Aber dieser Ort hat etwas unheimlich Unantastbares an. Macht dir Spaß, die Pistole? Ich spüre... einen Impuls. Du siehst mein Leben. Ich suche selbst yep. Den Kontakt mit dem Reisenden. Warum bringst du dich selbst um? Ich spüre, wenn ich ihn anrufe, tue ich nicht. Antworten. Wenn nicht hier, wo sonst? Trefft mich am Sattel. Es ist genau so, wie ich es in Erinnerung habe. Oh, weißt du, das finde ich jetzt geil, wenn du jetzt Anfänger dabei hast, ne? Ne? Dann kannst du genau sehen, ob die gerade in Schwierigkeiten sind oder nicht. Oh Gott, es geht schon wieder los. Wenn du nichts Besseres mit deinem restlichen es Leben zu tun hast. Es geht schon. Ja. Oh Gott! Achso, du musst ihn jetzt mit dem Schild bloß aufmachen. Du musst ihn, glaube ich, bloß aufmachen mit dem Scheißschild. Ich hole dich gleich wieder. Nahkampf und Ulti ist, ja. Todeskombi. Ich dachte, ich behalte das Schild. Ja, war nicht so. Nicht schlecht. Einfach fehlende Leistung mit Hartnäckigkeit wettmachen. Warum lauft ihr weg, ihr verkackten Ballen? Ich versteh's auch nicht. Ich glaube, die sollen uns so ein bisschen den Weg weisen oder so. Keine Ahnung. Keksi, bist du noch am Start? Oder zockst du mittlerweile selber? Alles gut? Der Charakter hat gerade so ganz dezent geschrien. Hm? Mein Charakter geht's gut. Oh, hat man gehört. Ah! Regenerieren die zufällig Leben? Kann das sein, wenn du die nicht schnell genug down machst? Nö. Nee. Moment. Ist hier unten irgendwas? Nö, sieht nur so aus. Hier fehlt ein Würfel. Hier fehlt überall irgendwas. Mhm. Das war's dann mit der schönen Landschaft. Oh, Deine Mobbing-Arena kommt. Och nö. Alles wird aufgeladen, außer Prismatic. Bin ich tot? Nein. Ich krieg Verbündetenbeitritt. Sehr schön. Hätte ja auch sein können, dass es hier unten weiter ging. Es sah ja weitläufig aus.
Am wenigsten scheinen sie die Spawnpunkte halbwegs mobbingfrei gewählt zu haben, wenn du Verbündeten Beitritt kriegst, endlich mal. Loot. Brauchst du dunkel? Dunkel brauchen wir auch einmal, also sammeln wir. Ja? Schon einsetzen oder noch warten? Ich habe nur 26 einsetzen. Sekunden Zeit. Wo muss denn? Hier oben. Am Ritter vorbei. Alles klar. So. Kannst du die Weißen mal sammeln? Ja. Ich brauch das Schild gleich. Ja, ich mach. Auch da bei dir jetzt rein? Nee. Ja, doch, einfach da drüber laufen und da kannst du es nicht reinlaufen. Achso. Ja, ich mach einfach so. So. Ja, du brauchst das Schild. Und ich gehe in Deckung. Ist der Typ mir in meine Nova gesprungen? Ja, ist er. Ich hasse es. Springt hoch und springt mir in die Nova. Jo. Die eigentlich für den Boss bestimmt war und ihn wahrscheinlich auch gekillt hätte. Das liebe ich. Also, wir haben noch eine Runde mit dem Ogachi. Ja. So, ich mach mal dunkle. Oder willst du... Okay, du hast helle. Soll ich die wieder nehmen? Nein, nimm du. Nö, pass nur mal kurz auf Schild auf. Kannst wieder hergeben, wenn du willst. Wie leg ich das ab? So. Genau, und hier ist gleich ein Ritter für dich. Achtung, bleib am Leben. Ich kann dich nicht nochmal wiederbeleben. Aha! Wo muss dunkel rein? Wieder oben? Ja. Wieder da, wo es war. Gut. Ist drin. So. Down. Lüt. Ah ja, guck dir mal an, schöne Sonne hier unten. Mhm. Hübsch. Haben sie gut gemacht. Deko ist im Spiel effektiv existent. Ja. Sowohl im Licht als auch in der Dunkelheit. Oh ja, ich krieg 21er Zeug. Mal gucken, was hab ich eben gekriegt? 24. Das ist gut, großartig. Ja, hast du von der Clanschlampe den ganzen mächtigen Schrott schon abgeholt gehabt? Ich glaube ja. Das war das Problem. Das war das Problem wahrscheinlich. Ja, das ist am Ende egal, weil das wird sowieso erst ab nächster Woche interessant. Diese Woche hole ich einfach alles ab und sehe zu, dass ich auf Power komme. Das ist einfach so. Nö, Clownschlampe bleibt liegen. Ist 1960 denn das Softcap oder ist das noch unterm Softcap? Das ist noch unterm Softcap. Wollte ich doch sagen. Na, guck mal, von der einen in die nächste. Oh, Gottes Willen. Yay. Yippie-ya-ya, yippie-yay. Du hast jetzt zufällig eine Sniper bei, oder? Nein. Weil jetzt könnte man schön snipen. Ich habe das Gefühl, wir sind... Okay, jetzt sind wir zu weit vorgerannt. Ich habe gedacht, wir hätten die auch von hier holen können, weißt? Gequälter von Ruhig. Okay. Was war denn das für eine Mini-Tornado da gerade? Ein eingefrorener Betreuer.
Lasst mich am Leben. Jetzt weißt du, was ich mit ranziehen meine. Hab ich gefühlt, aber er hat sich nicht an mich rangezogen, er kam nicht ran. Nee, er hat dich an sich rangezogen. Naja, nee. Hat er nicht. Ich bin gesprungen. Das war, weil mein Gipfel hat 47-fache Effektivität in der Luft. Das macht gut Aua. Ja gut, man muss dann auch treffen. So. Na, guck mal, da oben ist ein Transzendenzpol. Wollen wir da mal hingehen? Aber ich habe meine Transzendenz voll, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich nicht. Weil Gipfel ist Kinetikwaffe. Ja, das erklärt einiges. Guck mal, hallo Ikora, wie geht's? Ach, du meditierst, wunderschön. Schön, dass sie meditiert, während wir kämpfen. Nom 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 nom. Weißt du, ich hab schon Schnellball auf meine Arme drauf, ne? Und die fliegt trotzdem nicht, wer weiß, wie weit die Transzendenzgranate. Ja, aber wie gesagt, Kinetikwaffe lädt beides auf, Licht und Dunkel. Das ist wieder mal, ich geh finishen. Geh weg. Wir haben Ikora gefunden. Sie ist in tiefer Meditation. Ja, schön. Ikora meditiert, erhält sie vielleicht tatsächlich ein paar Antworten vom Reisenden. Ist aber schön, dass die nicht kämpft, die olle Tusse. Kann der Hüter ja für mich machen, sie stirbt ja nicht. Danke, Hüter. Was soll das, du? Ich dachte, ich... Ich dachte, du hast gerade irgendwas aufgesammelt. Ich habe was Kind von der gesehen. Das kam bei mir ein bisschen delayed. Ich schloss die Augen. Nee, leider nicht. Und öffnete Herz und Verstand. Warte. Ich glaube, ich hörte ihn. Nein. So wie wir, als wir durch das Portal kamen. Dieser Ort. Wissen wir. Der Zeuge zieht den Reis. Bisschen Spaß muss sein. Ich wünschte, Osiris könnte das sehen. Er hatte ja, lass Ikora dein Rohr führen. Hier kommt meine. Klingt so falsch. Durch ein weiblicher Charakter. Aber es geht dir wortwörtlich nicht durch die Brust. Der Zeuge stürzte den Reisenden in die Dunkelheit. Alles, was du hier siehst, ist ein manifestierter Gedanke, der durch das Licht Wirklichkeit wurde. Deine Gedanken, meine, die des Zeugen. Er will das Licht als Waffe nutzen, die Realität außerhalb des Reisenden in perfekte Stille umformen. Vollkommene Stille, unveränderlich und ewig. Stell dir deinen größten Triumph vor oder deine tiefste Reue. Verewigt als unsterblicher Teil eines Universums, in dem es nichts gibt, was der Zeuge nicht bewilligt. Er entscheidet über dein Schicksal und schließt dich auf ewig darin ein. Das ist die Erlösung, die er verspricht. Das ist die finale Form. Der Zeuge denkt, er sei der Gott, den er sich im Reisenden erhofft hatte. Und obwohl sich der Reisende dem Zeugen widersetzt, werden er
und alles andere ihm irgendwann unterliegen. Ich habe Zavala immer gewarnt, nicht alles auf den Reisenden zu setzen, sondern vielleicht auch auf uns. Doch vielleicht reicht Vertrauen in den Reisenden schon aus. Wenn das Licht stark genug ist, um das Universum zu zerstören, dann kann es auch den Zeugen vernichten. Ist auf jeden Fall viel. Sie arbeiten auf jeden Fall viel mit Cutscenes, ne? Komm wohlbehalten zurück. Und zurück zu... Hat sie dich gerade mitgenommen? Ich glaube ja. Ich hab nicht hingeguckt, ich war im Inventar. Du wurdest mitgeportet, ein kleines Stück. Ah, okay. Wirklich, ich war ja in ihr. Okay. Vor allem, wir sollen ihr jetzt wieder hinterher rennen. Weißt du, die sitzt da und meditiert und macht und tut. Es ist ihr scheißegal, ob da jetzt Gegner sind oder nicht. Weißt du? Mhm. Genau. Aber Hauptsache, wir rennen ihr jetzt hinterher. Sie ist wieder da, sie gibt hier einen Ton an. Ein Eis wird sie tun. Yep. Hey, bis jetzt habe ich Spaß. Bis jetzt ist okay. Also sie. Ich war doch gerade bei dir. Wahrscheinlich nicht Commander Zavala. Dafür würde er dich nicht gerade loben. Hey. Ich habe getan, was ich konnte, okay? Unter den Umständen wird Big Blue mir sicher vergeben. Und du? Nein. Es ist zu viel. Einfach zu viel. Es reicht schon, dass der Zeuge in unsere Herzen und Köpfe blickt, unsere Erinnerungen zurückholt. Aber das... Ikora, komm schon, sieh mich an. Tu ich doch. Ich weiß, es ist hart. Okay, das sieht falsch aus. Hart? Was weißt du schon darüber? Du bist immer wie ein Irrer rumgerannt, hast Zavala und mir jedes Mal alle Verantwortung überlassen, wenn... wenn wir ein Team sein sollten. Ich weiß. Ich werde es wieder gut machen. In Ordnung. No. Wo bist du, du magst nicht. Und jetzt erschieß ich. So vorschnell. Du hast noch einiges aufzuholen. Na. Dann fangen wir besser an. Finale Wurm. Berate dich mit Geistern zu... Ach. Hier ist mein Geist. Er kann jederzeit mit mir reden. Ist sowieso immer im Rucksack. Ich hatte schon immer eine starke Verbindung zum Reisenden. Deshalb hat sie auch im Gegensatz zu Zavala festeren Boden unter den Füßen. Sie war schon lange nicht mehr ratlos. Aber dieser Ort lässt dich eine Definition von Vertrauen hinterfragen. Ikora sagt, unsere Erinnerungen verändern die Landschaft, wie die Aszendentenebene. Aber hier ist sie rein. Es ist keine Neuschöpfung, sondern ein neuer Gedanke. Deshalb ist der Zeuge hier. Er will den Reisenden nutzen, um das Universum zu versteinern und es in eine Form zu zwingen, die seiner Vorstellung entspricht. Der Zeuge hält den Zweck für etwas Finales. Er wählt ein perfektes Ende für uns. Seine verheißene Erlösung. Das klingt eher nach Besessenheit. Man kann das Leben nicht messen. Kleine Details nicht festlegen. Es ist wild. Unbeständig. Nie perfekt. Wie das Licht scheint es in alle Richtungen und wirft auch Schatten. Commander Zavala würde dem zustimmen.
Komm schon, Hüter. Rufen wir den Einsatztrupp. Es gibt Beweise dafür, dass der Zeuge das Licht des Reisenden als Waffe einsetzen will, um die Realität umzuformen. Genau wie der Reisende einst Planeten terraformierte und Geister erschuf, um Hüter zu erwecken. Was du im bleichen Herz gesehen hast, war nur der Anfang. Er hält sich für einen Gott des Lichtes und der Dunkelheit. Und bist du nicht dafür bekannt, Götter zu vernichten? Ja, eigentlich schon. Die einzigen Mitglieder deines Einsatztrupps sind Kommander Zavala und sein Geist Tark. Binde sie vor dem Zeugen. Ich habe noch nie Zavalas Geist gesehen. Alex? Hm? Du hast ja noch Mementos im Inventar, ne? Weiß es nicht. Möglich? Zerlegt so. Oh, ich sehe schon. Du lagerst sie durchs Zerlegen ein. Kannst du auf den Waffen direkt anwenden. Oh. Dann. Okay. Alles klar. So. Gut. Dann sollen wir das scheiß Radio jetzt noch... Bauen die jetzt? Das hat mich in den Seasons immer schon angeregt, dass du jedes Mal, wenn nur einen Storystand durch hast, dann hör bitte Radio. Die Scans sind eindeutig. Dein Körper ist ein Konstrukt aus Licht, selbst wenn du es nicht als Waffe nutzen kannst. Moderier dann gleich erstmal. Bräuchte ich wohl meinen Geist. Ja, aber trotzdem. Das grenzt schon fast an ein Wunder. An etwas, das nur hier möglich war. An diesem unwahrscheinlichen Ort. Du klingst wie Zavala. Was noch? Der Reisende hat mich aus einem bestimmten Grund zurückgebracht? Genau. Ikora. Hast du eine bessere Erklärung parat? Hab ich nicht. Ich hab nur meine Knarre. Keine goldene Kanone. Keinen Geist. Kann ich dich was Persönliches fragen? Schieß los. Was hast du denn bei deinem endgültigen Tod gesehen? Also das ist jetzt echt nicht fair. Nein, ist es nicht. Licht. So hell, dass es mich komplett verbrannt hat. Aber ich habe keine Hitze gespürt, kein bisschen. Eigentlich habe ich gar nichts gespürt. Nicht mit meinem Körper, weil ich den ja dort zurückgelassen habe. Deine Thanatonauten mögen es eins mit dem Reisenden sein nennen. Aber ich nenne es zu Hause. Kein Schmerz. Verraten. Ich vermisse sie. Noch mehr, als ich euch vermisst habe. Ja. Gut. Das, wie es hier weitergeht in der Mission Requiem, hieß die, glaube ich. Das und vieles mehr sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Destiny 2. Bis dahin. Ciao.